Rainbow Friends, aber es werden Mädchen. Und wie man sehen kann, Red, der Geisteskranke, macht hier gerade irgendwie die Frauen zu einem Experiment. Und wir sind auf dem Kanal von GameToons, vergesst es nicht. Oha. Noch ein paar Anpassungen. Und dann werden die zu Rainbow Friends Transfer aktiviert. Das kann mir doch keiner erzählen, was... Hast du die Augenbrauen von Orange gesehen? Red ist doch geisteskrank. LOL! Als ob! Where am I? Wait, why can't I see? What's wrong with my eyes? Er kann... Oh, okay, sie kann ich sehen. Ich muss jetzt immer sie sagen, ganz richtig. Und... Und irgendjemand sagt, er ist auch blind. Was? Okay. Keine Sorge, ich mache deinen Tod schnell. Weil Green auch nicht sehen kann und sie auch nicht, laufen sie mal gegen. Okay. Anscheinend sind da jetzt auch, also ist da natürlich auch Purple-Mädel im Wind. Und da kommt Purple, ne? Hallo, ist da jemand? Ich glaube, Purple ist da. Was hat der denn eigentlich für Augen? Er sagt selber, du bist besser als die meisten in meinen Vents, aber du bist in meinem Territorium. Und er sagt, hä? Was? Und Purple hat sie nicht mal gekillt? Und jetzt kommt Orange und sagt, hey, Essenszeit! Und da ist Purple-Mädchen. Listen here, girl. You're messing with the wrong little lizard man. Und er sagt, hey, du legst dich mit der falschen kleinen Echse an. Und dann sagt er, du isst mein Essen, wir haben hier ein echtes Problem. Oh, oh, und er sagt, hey, nimm mein Essen nicht. Oh nein, und sie isst es einfach nicht. Und jetzt kloppen die sich. Das ist total gut. Das hier ist Türkis und nicht Blue, ne? Das ist Türkis. Und sie fragt sie halt, wo ihre Freunde sind. Und Blue so, hä? No product placement. Ja, sie sagt halt gerade natürlich, dass der Wissenschaftler Red, der hat das natürlich gemacht, ne? Und jetzt sehen wir die Story. In der letzten Nacht waren die Mädels halt irgendwie zusammen, haben eine Serie geguckt. Netflix, Digga. Oh. Und da war halt so eine Werbung von den Rainbow Friends, ne? Und die wollten dann halt gemeinsam zu dem Rainbow Friends Playplace, aber der wurde halt geschlossen. Und weil der geschlossen war, wollten sie dort einbrechen, beziehungsweise sind dort sogar eingebrochen, denke ich. Eine Freundin von denen, ich glaube, die hatte so rote Haare, hat halt gesagt, dass dieser Playplace von gruseligen Monstern erbaut worden ist, beziehungsweise dass sie auch dort drinnen wohnen. Ne? Ja, die sind trotzdem rein, sieht man ja. Und eine Sache haben die nicht in der Werbung gesehen. Nämlich dieses Geheimlabor. Ich würde niemals in dieses Geheimlabor laufen, echt nicht. Und da ist Red. Hallöchen, Mädels. Wie groß ist der? Ja, und als sie dann aufgewacht sind, sind sie halt natürlich so geworden. Wie kann man das jetzt wieder umkehren? Blue sagt, keine Sorge, wir werden Red finden. Folgt mir, okay. Also, Moment. Ganz kurz, Leute. Viele von euch sind ja laufend auf meinem Kanal auch dabei, gucken auch immer wieder, wenn ich auf Rainbow Friends reagiere. Eine Sache, wenn die Mädels zurückverwandelt werden können, dann müsste es doch eigentlich auch mit den normalen Rainbow Friends gehen. Das ist meine Theorie. Also ich bin gespannt, was jetzt in dieser Folge passiert.
Sie ist gefangen. Und Red Green sagt: Bist du ganz sicher? Und er will es beenden. Da kommt Blue. Und er sagt: Sie ist ein Rainbow Friend, genauso wie wir, ne? Und Green sagt: Nein, nein, das stimmt nicht. Der hat heute kein Müsli gekriegt. Ja, und Blue erklärt ihm halt jetzt gerade, ne, dass es Mädchenversionen von ihnen sind. Wie Schwestern. Oder wie die perfekte Frau. Well, we have to try. You might have given up hope, but I know there's still a chance for us. Suit yourselves. You two head over to Red's lab. I'll go track down your sisters and meet you there. Okay, die beiden folgen jetzt Blue und Green muss seinen Weg alleine fortsetzen. Purple ist jetzt hier. Hey, who you calling a freak? We basically look the exact same. Can we just be friends? Und er fragt mich, können wir nicht einfach Freunde sein? Und sie will kein also. Okay, Blue mischt sich überall ein, das ist gut. Don't worry, Amethyst. Your sister sent me to find you. You're safe now. My hero. Oh nein. You're into him and not me? We're clearly made for each other. Also, das Purple-Mädchen freut sich natürlich, dass Blue kommt und sagt, ne, komm, alles entspannt, ich habe deine Schwester gefunden. Und deswegen hat sie sich möglicherweise ein bisschen verguckt. Und ich glaube, Purple ist ein bisschen eifersüchtig. War so klar. Es war so klar, dass sowas passiert. Okay, jetzt müssen sie Orange noch finden. Boah, da kommt immer mehr Essen, oder was? Let's be rational about this. Er sagt, genug zu kämpfen, also genug kämpfen. Lass uns das mal objektiv betrachten. Beide haben Hunger. Und er geht als erstes. Sehr objektiv. Und da ist Blue. Digga, das Ding sieht so kacke aus, Leute. Das Ding ist blass, hat so eine komischen Teile da oben dran, also komplett dumm. Und Orange isst jetzt auf ganz entspannt sein Essen. Hat der da gerade Karten gespielt? Die fordern jetzt, dass die verwandelt werden, aber ich glaube nicht, dass es was wird. Sie fragt gerade, wo die verheiratet werden. Sie hat sich in Blue verguckt. Ey, ohne solch eine Aktion wäre das auch keine Mädchenfolge geworden. Ist einfach so. Ladies, please. As I'm sure you're already aware, there's no reversing this. Er sagt selber, man kann nicht zurückverwandelt werden. Und sie bleiben für immer ein Rainbow Friend. Listen to me, and we can make this the most profitable entertainment franchise this side of Oddworld. Oh, und er kommt wieder damit an, dass er es zu einer heftigen Geschäftsidee macht, ne? Ich habe so das Gefühl, man, dass Rainbow Friends hier beendet ist heute. Also, dass es danach nie wiederkommt. Ruby, also diese Rothaarige, scheint wohl ziemlich Ahnung zu haben. You all got yourselves into quite the situation. Do you think you can find a way to turn us back to humans? Definitely. Sie kann sie zurück zu Menschen machen? I'm something of a scientist myself. Since I'm still human and my sisters are all blood relatives, I can use my DNA as a match to reverse the process. Okay. Nein! Sie kann ihre DNA benutzen, weil das alles Schwestern sind, um die zurückverwandeln. Aber das gilt nicht für die normalen Rainbow Friends. Das ist so ein Beschiss, Leute. Hashtag Betrug in die Kommentare. I'm afraid not. But thank you for saving them. Sie sagt nein, aber danke für die Rettung. Ey, was ist das denn, Mann? Das ist doch Scam. Das ist Betrug. Leute, das war's mit einer Folge Rainbow Friends, aber sie sind Mädchen. Hat mir richtig gut gefallen. Lasst ein Like, wenn es euch auch gefallen hat. Und vor allem, schallert mal ein Abo raus. Ich will die 100.000 auf diesem Kanal. Dickes Küsschen, Dano out.